Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von timetodo.ch Spezial. Wir haben viel berichtet über das ganze Thema ewige Nadeln. Wir haben unglaublich viele Patienten interviewt. Wir haben mit Menschen gesprochen, die andere Wege gegangen sind, bis sie Dr. Ulrich Werth gefunden haben. Heute möchte ich mal die Gelegenheit nutzen, um mit Dr. Ulrich Werth über die Historie zu sprechen. Wie kam es überhaupt zu der ganzen Entwicklung dieser Nadel? Uli, wann kam das dir in den Sinn? Wann hast du denn angefangen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Na, 1999 ist mir da eine Nadel unter die Haut gerutscht bei einer Patientin und eingewachsen. Das konnte ich erst nach einer Weile entdecken, weil sie mit einer schweren Trigeminusneuralgie nach 3 Wochen erst wieder kam. Eigentlich war sie ja suizidal, wollte sterben vor Schmerzen. Und dann habe ich gesehen, da ist eine Nadel eingewachsen. Und dadurch bin ich da drauf gekommen, da hat es bei mir angefangen zu arbeiten. Das ist ja die Hilfe für viele Krankheiten, für viele Patienten. Wenn man die Nadel nur einpflanzen kann, dann habe ich die Risiken ausgeschlossen, dass die nicht wandern und so weiter. Keine Risiken, alles wunderbar und habe das immer weiterentwickelt. Das heißt, du setzt die Nadel im Ohr, in denen, wir kennen ja diese Akupunkturpunkte aus der traditionellen chinesischen Medizin, und jeder dieser Punkte ist ja einem Organ oder wie auch immer zugewiesen. Und wenn es dort ein Problem hat, dann setzt du genau an dieses Organ, an dieses Zentrum, Nerven, was weiß ich. An den korrespondierenden Punkt von dem Organ oder die Hirnregion setze ich dann den Punkt, pflanze den jetzt bewusst ein. Jetzt habe ich ja mit vielen Menschen dürfen sprechen, die dir auch unglaublich dankbar sind, weil sie ihr Leben wieder zurückhaben, also wieder selbstständig agieren können. Und ich habe dann im Internet ein bisschen geschaut, und was ich vermisst habe, sind eigentlich die Lobeshymnen auf dich. Weil was du gemacht hast, das hilft Tausenden, Zehntausenden, womöglich sogar Millionen Menschen weltweit. Es tut die Kosten dieser ganzen langwierigen Behandlung von Alzheimer und Parkinson auf ein Minimum herunterfahren. Und für mich das Allerwichtigste, die Menschen haben wieder Lebensqualität. Warum ist das nicht so? Naja, ich sag mal, Lobeshymnen haben wir auch. Ich kriege auch andauernd WhatsApp-Erfolgsberichte, aber in der Öffentlichkeit werden ja aufgrund dessen, dass es ja dem sogenannten Gesundheitswesen entgegenwirkt, also dass die Menschen dadurch gesund werden und dass man an denen nicht mehr verdienen kann. Dadurch werden natürlich auch gerade von Industriezweigen, die daran verdienen, werden natürlich viel mehr entgegengesetzte Meldungen publiziert, weil man es ja unterdrücken will und schlecht machen, damit jetzt keiner geheilt wird und damit sie weiter an ihnen verdienen. Aber jetzt bist du ja Mediziner, also Doktor, Arzt, hast studiert, hast jahrzehntelang gearbeitet. Und wie gesagt, dann müsste die Ärzteschaft dich doch als Held feiern. Endlich einer von uns, der was gefunden hat. Normalerweise ja, weil ja wir alle das Berufsgelöbnis in Anlehnung an den Hippokratischen Eid geschworen haben, dass wir unser Leben in den Dienst der Menschlichkeit stellen. Bloß davon ist ja die Masse abgekommen. Leider, traurigerweise. Dann hast du das ja, ich glaube in Magdeburg warst du zu der Zeit ansässig, hast du ja angefangen, deine Erfahrungen, die du aus den ersten Ergebnissen gemacht hast, auch wissenschaftlich zu belegen, Langzeitversuche zu machen, die Patienten zu beobachten und so. Wie ging es dann weiter in Magdeburg? Na, ich wurde 2001 am Anfang, da hatte ich gerade einen Parkinson-Patienten auf Wunsch damit behandelt, und ich kann mich erinnern, wie der nach 6 Wochen nur noch halb so viel Medikamente brauchte und mit schwingenden Armen, was ein Parkinson-Patient gar nicht kann, durch die Sonne lief. Ich sehe das immer noch wie so ein Film ablaufen. Und dann hat mich der Weltkongress, also die Veranstalter des Weltkongresses für Akupunktur, angerufen, ob ich am 17. Juni in Berlin mir wage, da einen Vortrag über diesen neuen Weg zu halten. Das habe ich dann auch gemacht. Und habe gesagt, naja, dann mache ich eine kleine Pilotstudie dafür. Habe das erstmal bei verschiedenen Krankheiten, Übergewicht und allem möglichen Gelenkschmerzen und so weiter gemacht. Das waren alles super Ergebnisse. Und einer war eben dieser Heinz Stechern, der sich für die Methode so interessiert hat, ein Parkinson-Patient. Der hat gesagt, nee, ich komme mit zum Weltkongress.
ihr glaubt es keiner, dass bei Parkinson so hilft. Und dann habe ich den Vortrag gehalten und da habe ich eigentlich von den Ärzten beim Weltkongress was Niveauvolles erwartet. Aber als erstes haben sie mal gesagt, sie finden es unmöglich, dass der Dr. Wert mit einer Sitzung die Patienten jetzt heilt. Wovon sollen wir denn leben? Wir sehen die armen Mediziner. Bei uns müssen die Patienten jedes Jahr wiederkommen. So, und das müsste, einer hat sogar gesagt, da müsste das verboten werden, das ist ja so geschäftsschädigend, wenn die alle gesund gemacht werden. Aber ich habe mir da nicht so viel draus gemacht. Und was sie mir denn gelassen haben, da ist der Herr Stechern aufgetreten und hat gesagt, wie gut es bei Parkinson geholfen hat. Und da haben die Akupunkteure gesagt, naja, gut, da können wir ja gar nichts machen. Das können wir ihm ja lassen. Parkinson darf er behandeln. Da waren die jetzt, die Akupunkteure, die nicht an Parkinson verdienen und da auch nichts ausrichten können, waren die, haben die mir das sozusagen erlaubt, ja, in Anführungsstrichen, obwohl man ja eigentlich erlaubt, immer, es eigentlich immer erlaubt sein müsste zu heilen. Ja, und dann etwas später waren dann die besten Nadeln, also die geeignetsten Nadeln aus Titan, die jetzt waren wir fertig und dann habe ich im September 2001 bin ich einer Einladung gefolgt von der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Dabei wusste ich noch gar nicht, dass ich da in der Höhle des Löwen bin, denn die waren ja eigentlich alle darauf geeicht. Sie sind ja der Lobbyverein der Pharmaindustrie und sind ja darauf geeicht, die Medikamente hochzuloben, damit mit das boomt für die Pharmaindustrie. Und nun habe ich da den Vortrag gehalten und habe gesagt, wenn ich das so und so mache, dann die Punkte am Ohr, ein ganz großes Ohr als Plakat und gezeigt. Und dann geht Parkinson zurück, so ganz locker habe ich das da gesagt. Und da war so ein Raunen und so Geflüster, so wir glauben das gar nicht und so. Parkinson ist doch unheilbar und so. Und ging dann durch den Saal und dann habe ich auf einmal gesagt, ne, wenn ihr das nicht glaubt, dann freiwillig vor. Ich habe hier die Nadeln und habe dann live welche behandelt. Substantia nigra, den Punkt stimuliert und die Punkte, die dazugehören, so wie ich die Patienten eingeschätzt habe. Und da sind die auch, mir konnten die sich wieder bewegen und da haben gesagt, oh, ich glaube, ich bin es ist tatsächlich, ich bin aus der Zwangsjacke raus und sind mir um den Hals gefallen. Dann kam eine ganze Reihe, noch ganz viele, die das dann auch wollten. Die haben alle Nadeln gekriegt. Und dann haben wir da noch geschlafen, übernachtet. Herr Stechern war da auch dabei, der mich da drauf gebracht hatte. Und nächsten Tag war beim Frühstück so eine ganz gespannte Situation. Als ich reinkam, hat keiner mehr einen Ton gesagt. Und dann hat Stechern gesagt, oh, ich weiß nicht, hier ist heute so ungemütlich, wir fahren wieder ab. Dann sind wir mit dem Auto abgefahren und als wir unterwegs waren auf dem Handy, kam ein Anruf. Und da sage ich, Herr Stechern, nehmt es immer ab. Und da sagt er, jetzt streiten Sie sich alle, weil es nicht sein darf, dass Parkinson rückläufig ist und dass keine Medikamente mehr genommen werden oder weniger Medikamente genommen werden dürfen. Und jetzt haben wir denen das Lieblingsspielzeug Parkinson weggenommen. Und jetzt sind sie alle fix und fertig. Und ein Patient, der war auch noch mit der Pflegeperson total im Clinch, weil die Pflegeperson wollte der Pharmaindustrie helfen und war also manipuliert und pharmagläubig. Und da hat die ganze Zeit die Medikamente verabreicht. Ja, und er sagt, ich will das nicht mehr, ich will die Nadeln. Ich bin froh, dass ich die Nadeln habe. Jetzt habe ich die Nadeln, jetzt brauche ich meine Krücke bloß noch, um meine Pflegeperson zu erschlagen. Solche Emotionen kamen da hoch. Wenn man aus so einer Zwangsjacke befreit wird, dann kann sich schon eines abspielen. Also ging das weiter. Frau Professor Henneberg hat mich dann angerufen und hat gesagt, ich habe davon gehört. Die war international anerkannte Parkinson-Spezialistin. Und sagte, jetzt wollen wir das mal prüfen durch eine Studie, ob das eben wirklich stimmt bei Parkinson. Und meine erste Studie war ja über alle möglichen Krankheiten, jetzt bei Parkinson. So, die hat erst 5 Patienten von mir behandeln lassen, als nochmal so, um vorzufühlen, ob das überhaupt geht. Und dann hat sie nochmal 20
bestellt und ich bin wieder hingefahren und habe die alle behandelt, damit Parkinson-Patienten. Und dann kam mir bei einer Studie raus, dass es bei 80% schon nach 3 Monaten super war. Und dann ist sie im Dreisat aufgetreten und hat gesagt, diese Behandlungsmethode wird sich auf der ganzen Welt verbreiten, weil das viel besser ist als die Medikamente mit den vielen Nebenwirkungen. Eine mutige Ärztin. Bis dahin. Okay. Und dann war sie nach einer Weile nicht mehr Chefärztin. Und zwar wurde dann der Professor Oertlich Chefarzt und Frau Duisburg, Diplommediziner Duisburg hieß sie. So, und ich kriegte ja immer weiter Parkinson-Patienten und hörte immer, seitdem die Frau Professor Henneberg weg ist, ist da die Hölle auf Erden, das ist furchtbar, in die Klinik will keiner mehr rein, das ist unmenschlich. Und so, Professor Oertel ist ja derjenige, der die Gelder der Pharmaindustrie für Parkinson-Forschung verteilt hat. Ah, okay. Also das könnte man da auch als Zusammenhang sehen, dass das also nicht mehr so menschlich dazu ging. So nach einer Weile kam dann in Medien die Chefärztin der Parkinson-Klinik in Bad Nauheim, das war ja die größte in Europa eigentlich, weil die Frau Professor Henneberg so gut das gemacht hat, die hat sich suizidiert, kam denn. Also hat Selbstmord begangen? Ja, ging denn rum. So, ich möchte jetzt nicht spekulieren, warum. Nö, das wäre auch Unsinn. Aber dann kam eine andere Chefärztin und nach einer Weile, so 2010, kam dann die Meldung, sie wurde ermordet, die nächste Chefärztin. So, okay. Und dann, ich will da auch nicht sagen, warum und welche Umstände dazu geführt haben. Jedenfalls wurde die Klinik dann geschlossen, weil sich keiner mehr von der Pharmaindustrie dafür interessiert hat. Weil es ja jetzt so ein schlechtes energetisches Zeichen war, dass man die Klinik nicht mehr fördern wollte. Und da habe ich einen Anruf gekriegt, die Klinik ist zu, gibt keinen Rechtsnachfolger. Achso. Habe ich vergessen zu sagen, die Studie, die Protokolle wurden mir ja nicht ausgehändigt. Okay. Bis dahin, ich musste mich verpflichten, es nicht zu publizieren und unter diesen Bedingungen habe ich die Ergebnisse der Studie bloß gekriegt. Jetzt, aber 2013, erfuhr ich, die Klinik ist zu, es gibt also keinen Rechtsnachfolger und ich kann die Studie publizieren. Darum habe ich erst 12 Jahre später die Ergebnisse der Studie publizieren können, im Praxismagazin mit den Erfolgen. Zu der Zeit warst du immer noch Mediziner, hast in deiner Praxis Menschen behandelt und warst da in Magdeburg. Nee, da war ich jetzt schon in Valencia. Von Valencia aus habe ich das, also... Warum bist du nach Valencia? Valencia bin ich gegangen, weil nachdem das in Oberwesel war, die Revolte der Parkinson-Patienten praktisch, da haben die Ärztekammer, Landesverwaltungsamt und so weiter nach Fehlern gegen mich gesucht, um das zu verhindern, dass diese Therapie angewendet wird. Also Patienten zu Hause angerufen, Frau Hamann wurde angerufen, habe ich eine staatliche Versicherung. Sie wurde aufgefordert, sich zu beschweren, sie wollte aber nicht, die hatten ja Vertrauen zu mir. So war also von den Behörden sozusagen eine Hetzjagd gegen mich veranstaltet worden, nachdem klar wurde, dass diese Therapie hilft, heilt und dadurch natürlich ein Geschäft der Pharmaindustrie oder andere Geschäfte abgeht. Abgehen. Ja, da wurde eben. Wurde ich eben verfolgt und ja. Das heißt, man hat auf gut Deutsch gesagt, versucht, dich platt zu machen. Ja. Dass du mit deiner Methode nicht mehr arbeiten kannst, dass dir die Voraussetzungen entzogen werden, in Praxen zu behandeln oder in Spitälern. Und daraus resultierte dann die Entscheidung, nach Spanien zu gehen. 2007 bin ich dann in Valencia geblieben und in Valencia war das also nicht so und ich habe mir gesagt, ich konnte zwar kein Wort Spanisch in dem Moment, als ich da mich entschieden habe, da zu bleiben, habe ich gedacht, das lernst du.
Und wenn die Therapie hilft, dann kommst du ja auch wieder hoch. Und so war es ja auch. Dann habe ich 12 Jahre von Valencia aus die Parkinson-Patienten, die natürlich von Deutschland hinterher kamen, habe ich dann dort behandelt. Und noch andere Krankheiten auch. Alzheimer inzwischen seit 2014 auch. Ja. Da habe ich ja viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die du in der Zeit in Valencia behandelt hast und die nach wie vor mit der Behandlung komplett zufrieden sind, die die Symptome nicht mehr haben. Also es hat funktioniert. Was ich auch noch gelesen habe, dass ein Professor dich da öffentlich ganz übelst verunglimpft hat. Ja, der Professor Oertel hat ja Rundschreiben an alle möglichen Leute geschickt, die mit der Therapie zu tun haben konnten, Neurologen. Er warnt davor, es kann nicht gegen Parkinson helfen. Und so. Ich glaube, er hat es sogar als Charlatanerie bezeichnet, ja, wenn ich mich recht erinnere. Auch noch. Und dann habe ich einen so einen Brief, kriegte ich gerade in die Hand, hat mir dann eine Kollegin zugeschickt, die hat gesagt, hier, er schreibt, es kann nicht gegen Parkinson helfen. Und dann habe ich das meinem Rechtsanwalt, da war ich gerade beim Rechtsanwalt, und da hat er gesagt, gut, machen wir eine Abmahnung. Dann haben wir Abmahnung gemacht, dann hat er nicht reagiert. Dann haben wir einen Prozess gemacht. Die erste Verhandlung war in Marburg, wo er ansässig war. Da haben wir auch nicht gewonnen, aber in Kassel in der zweiten Instanz 2010 habe ich dann gesagt, so, jetzt komme ich persönlich hin. Das erste Mal habe ich gedacht, lass den reden, ist sowieso Quatsch. Aber dann bin ich da hingefahren und habe gesagt, ein paar Parkinson-Patienten angerufen und 40 Gramm. Die haben alle bestätigt, dass ihnen geholfen hat, sonst wären die ja auch nicht gekommen. Und in der zweiten Instanz in Kassel hat dann der Richter gesagt, ja, Herr Professor Oertel, wenn Sie das behaupten, dann müssen Sie es auch beweisen. Und wenn hier nur ein Parkinson-Patient sitzen würde, der sagt, es hat geholfen, dann hätten Sie schon verloren. Sie sind in der Beweispflicht, wenn Sie solche Behauptungen verbreiten. Und dann sind aber 40 da gewesen, hat er gesagt, Herr Richter, also die sind auch hier nicht hergekommen, weil es ihnen nicht geholfen hat, sonst würden sie doch nicht Dr. Wert folgen und auf seiner Seite stehen. Da haben sie alle nickt, ja, uns hat es geholfen. Und dann war schon klar, dass der Professor Oertel da verliert, den Prozess. Und dann war erstmal Pause. Und dann haben die Patienten gesagt, sie verteilen noch die Gelder der Pharmaindustrie für die Parkinson-Forschung. Warum geben sie denn nicht mal für größere Studien Dr. Wert Geld dafür, damit mit der nicht so eine kleine nur machen muss, weil er das Geld zusammenkratzen muss dafür? Und da hat er gesagt, das ist doch seine Sache, interessiert mich doch überhaupt nicht, was das für eine Therapie ist. Und da haben die gesagt, was sind Sie überhaupt für ein Arzt? Wenn Sie Arzt sind, dann muss Sie doch das interessieren, alles was Sie... Wohl des Menschen, ne? Ja. Und da sind die dann, haben sie sich dann so gestritten, dass also eine Schlägerei drohte im Gericht. Und sein Rechtsanwalt hat hinten an seinem Jackett wieder rausgezogen, damit es nicht zu tätlichen Auseinandersetzungen kam. Aber ich meine, ich kann das verstehen, wenn man unter dieser Krankheit so leidet, in so einer Zwangsjacke ist und plötzlich gibt es eine Lösung, man kann da raus. Wie kann man als Arzt sich da stur stellen und sagen, interessiert mich nicht, ja? Ja, aber das ist leider, wie gesagt, wir sagen das ja immer, und das ist immer meine Formulierung, wir haben kein Gesundheitswesen, wir haben ein Krankheitsabonnementsystem. Ich wiederhole das immer, ich sage, schauen Sie, da habe ich auch 100 von Berichten, Sie haben eine Krankheit, nehmen Medikamente, da stehen Nebenwirkungen drin, die kriegen Sie als nächstes, nehmen Sie wieder Medikamente, wieder Nebenwirkungen und so weiter und so weiter. Das ist bestimmt nicht immer so. Ich möchte auch hier nicht alle Schulmediziner über einen Kamm scheren und sagen, das sind alles böse Menschen. Nein, es gibt sehr verantwortungsvolle und es gibt ja auch Schulmediziner, die bei Dr. Wert sich Rat holen, mit ihm zusammenarbeiten, Parkinson-Patienten sogar zu dir überweisen, weil sie wissen, sie können ihm nicht helfen. Also da scheint es schon sich rumgesprochen zu haben unter verantwortungsvollen Medizinern, dass das eine sensationelle Methode ist. Aber jetzt gibt es natürlich noch die Behörden.
Das ist ein Kapitel für sich. Ich wollte bloß noch mal eine Geschichte von Professor Oertel erzählen. Er war ja als sogenannter Parkinson-Guru bekannt und hat dann beim Deutschlandfunk eine Live-Sendung gemacht und hat sehr viel Positives über Medikamente natürlich gesagt. Und dann rief da, weil es eine Live-Sendung war, einer an und hat gesagt, ich war aber bei Dr. Wert und mit den Nadeln ist das viel besser, da brauche ich gar keine Medikamente mehr. Und da war er nicht drauf gefasst und hat gesagt, ich habe ihm das verboten und wir müssen rechtliche Schritte gegen ihn einleiten, dass er sowas einfach macht. Ja, unverschämt. Das Tonmann hatte damals noch mein damaliger Rechtsanwalt. Dann nochmal eine Mediensache, weil die Medien sind jetzt, außer hier, Time to Do und vielleicht noch viele andere, sind ja die gekauft, also Beeinflusster. Hatte ich im Mainzer Fernsehen eine Sendung und da haben die gesagt, sind sie bereit, sich mit einem Vertreter der Deutschen Parkinson-Vereinigung, DPV, zu streiten im sich Fernsehen? Sich da auseinanderzusetzen über die Therapien? Gerne, sag ich so. Endlich mal die Wahrheit rauslassen. Und dann haben sie gesagt, ja, der Präsident der Deutschen Parkinson-Vereinigung, den haben wir gefragt, der fühlt sich aber nicht wohl, der kann das nicht so. Die nächste, die haben überall gefragt und haben gesagt zum Schluss, wir finden keinen, der sich mit Dr. Wert öffentlich streiten will von der Deutschen Parkinson-Vereinigung. So, dann habe ich aber Brigitte Kempf gefunden, die war Gruppenleiter in Mainz in der DPV. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber eine von der DPV, die jetzt mit mir ins Fernsehen gehen kann. Gut. Und dann standen wir beide da und der Moderator hat gesagt, wieso fühlen Sie sich jetzt so gesund, dass Sie jetzt sich streiten können oder dass Sie im Fernsehen auftreten können? Und da hat sie gesagt, na, ich habe doch die Nadeln von Dr. Wert im Ohr. Und da hat der Moderator gesagt, das kommt nicht in Frage, dass Sie hier reinkommen, jetzt ins Fernsehen. Wir müssen jetzt umprogrammieren. Und dann kam da eine Oberärztin von Biskirchen. Biskirchen war zu der Zeit jedenfalls, ich hoffe es nicht mehr so, war die Klinik, die am meisten Medikamente verschrieben hat. Und die Patienten, die zu mir kamen, die habe ich schon von Weitem erkannt, weil sie so Überbewegung als Nebenwirkung hatten, weil sie so viel, weil sie immer überdosiert waren, damit viele Tabletten genommen werden. Und da konnte ich schon immer sagen, ach, sie kommen auch von Biskirchen und so. Und diese Oberärztin, die hatte natürlich eine Lobrede über alle Medikamente veranstaltet. Das war dann die Sendung, eine Werbung für die Medikamente. Und wie viel hast du gesprochen? Mir haben sie gar nicht das Mikrofon gegeben dafür. Ich saß da und dann sah das so aus, als ob, nur wenn der nichts sagt, ich habe das Mikrofon ja nicht gekriegt, das hatte ja der Moderator in der Hand. Nee. Naja, gut, das ist natürlich, da bin ich peinlich berührt, wenn Journalistenkollegen nicht Journalismus, sondern Lobbyismus betreiben. Und das ist etwas anderes. Wir als Journalisten müssen uns immer beide Seiten anschauen. Und wir dürfen unsere persönliche Meinung sagen, aber nicht lobbyieren und uns nicht auf die Seite einer Partei schlagen. Das sollte man nicht tun als Journalist. Du wolltest denn noch über Behörden wissen. Ich will ja gar nicht mal von mir reden. So, weil es geht ja eigentlich um die Therapie und nicht um mich. Bloß sie schieben das dann immer so, ja, Dr. Wert ist ein Scharlatan. Versuchen sie dadurch, dass sie meine Person schlecht machen. Verunglimpfen, genau. Versuchen sie die Therapie zu verhindern. Ja. So, und einer zum Beispiel, der Heinz Stechern, den ich am Anfang genannt habe, der war ja eigentlich noch stellvertretender Geschäftsführer von der Parkinson-Vereinigung, von der Deutschen Parkinson-Vereinigung zu Anfang. Und in der Parkinson-Vereinigung haben sich ja alle über Medikamente und Nebenwirkungen unterhalten. Das war ja so üblich. Die haben sich gegenseitig beraten. Du, ich vertrage das Medikament nicht. Hat den die Wirkung? Kannst du lieber das nehmen oder so? Frag mal deinen Doktor, ob so. Das war ja der Sinn der Selbsthilfegruppe. Jetzt hat der Stechern das Gleiche gemacht und der hat damit bewirkt, hat aber die Patienten von mir gesehen, wenn die so gezappelt haben und Überbewegung hatten und überdosiert waren, da wussten die ja zu der Zeit noch nicht, dass die Medikamente runtergesetzt werden müssen und er hat denen geholfen, die runterzusetzen.
Daraufhin hat er dann Strafanzeige, weil er angeblich als Heilpraktiker gearbeitet hat, gekriegt, Verletzung des Heilpraktikergesetzes, kriegt er Ermittlungsverfahren, Hausdurchsuchung und dann ist aber sein Parkinson wiedergekommen und dann haben sie ihn mit Verhören und so zu Tode gequält und ist er dann gestorben. Liebe Zuschauer, für mich war das einmal ganz wichtig, die Sichtweise von Dr. Ulrich Wehr zu hören, so wie ich ihn kennengelernt habe und wir schon 1,5 Jahre jetzt diese Erfolge mit diesen Nadeln begleiten, hat er vorher nie schlecht gesprochen. Erst als ich dann über die Recherchen im Internet auch da Dinge gelesen habe, wie sie auf ihn losgehen, habe ich gesagt, das müssen wir einmal klarstellen, dass es hier ausschließlich darum geht, eine wirksame Methode zu unterdrücken, dass Geld verdient wird. Und liebe Zuschauer, ich weiß nicht, ob Sie das toll finden, wenn auf dem Rücken der Menschen, der Patienten, Geschäfte gemacht werden, dass es einigen Unternehmen, die diese Medikamente produzieren, gut geht. Das kann ja nicht der Wille des Mediziners sein und eigentlich auch nicht der grundsätzliche Wille in einem Gesundheitssystem, wenn wir das so nennen. Dann muss es doch dafür sorgen, dass die Menschen wieder gesund werden und sie nicht ständig in Kliniken dahin vegetieren, bis sie irgendwann dann gehen, weil sie so fertig sind und nicht mehr Herr seiner selbst. Und wenn ich die Menschen sehe, die durch Dr. Ulrich Wehr behandelt wurden, und ich habe mit vielen dürfen reden, müssen wir dazu sagen, es gibt keine Garantie und es gibt auch keinen hundertprozentigen Erfolg. Dr. Wehr sagt immer, 70-80% der Patienten haben sehr schnell eine positive Wirkung. Bei anderen, und Sie wissen auch, jeder Mensch ist individuell. Das bedeutet, nicht jeder Mensch hat die gleiche Ernährung, das gleiche Leben, die gleichen Erlebnisse in seinem Leben gehabt. Also kann auch nicht jede Behandlung gleich sein. Ich sage vielen Dank, Uli, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist jetzt vielleicht zum Abschluss wieder bereit, mit deinen Anwälten alle diese Dinge wieder rechtlich gerade stellen zu lassen. Denke ich schon. Da freue ich mich auch. Da werden wir nochmal ein Interview machen in den nächsten 2 Monaten und sehen, wie das vorangelaufen ist. Vielleicht gehen wir hin und werden uns da auch einmal noch in die Öffentlichkeit bringen. Ich danke dir für das Interview und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.